Liebe Gäste, liebe Freunde aus Klein-Rotzdorf, im Namen der Bürgertracht und der Kapelle Nürnberger Frau ist es mir eine große Freude, Sie hier in Nürnberg im Saal zur Gartenstadt zu begrüßen. Ich möchte Ihnen ein paar Worte sagen zu unserer Kapelle hier. Das ist eine Siebenbürger Trachtenkapelle, wohnhaft in Nürnberg, besteht seit 1976 und seit 1982 ist es eingetragener Verein. Wir sind alle Siebenbürger Sachsen, wie Sie ja auch an der Tracht und den Hemden sehen können, und wir machen überwiegend Volksmusik. Heute bei Ihrem Dorftreffen, meine lieben Freunde der Blaskapelle, möchte ich eines noch sagen, und zwar eine kleine Entschuldigung. Sollte es vielleicht musikalisch nicht so optimal sein, wie es sonst üblich ist bei uns, dann liegt es nicht nur an uns, sondern es liegt an einem gewissen Menschen, der heute leider nicht bei uns sein kann. Es ist unser Dirigent, Herr Hans Helder, der leider familiär verhindert ist und kann also nicht hier sein. Aber wir haben ja noch gute Freunde und Musikkameraden aus Klein-Rotzdorf hier, und wir haben da einen gewissen Herrn Hils Michael, der schon jahrelang unser zweiter Dirigent ist, und ich bin sicher, er wird sich die größte Mühe geben, um sich hier bei den Nachmittag im Sinne der Blasmusik schön zu unterhalten.
Ja, liebe Freunde aus Kleinbrunstorf, ein altes Sprichwort sagt ja immer wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ich glaube, das kennen wir. Und wir werden es heute auch so machen. Ich hoffe, dass es schön war für euch. Einige von uns werden vielleicht noch hier bleiben, ein, zwei, drei Bierchen trinken. Vielleicht ich auch nur ein paar. Sehen an, was habe ich ja genug dazu? Was ich eigentlich sagen würde, ich möchte mich recht herzlich bedanken bei diesem Publikum hier aus Kleinkropfdorf. Ich habe also nur drei, vier Kollegen gekannt aus Kleinkropfdorf. Die sind hier anwesend bei der Blaskapelle. Und es hat mich also sehr überrascht, dass so viele Blasmusikliebhaber unter ihnen sind. Und ich kann Ihnen eins versichern, es hat uns selber viel Spaß gemacht, hier heute Nachmittag bei Ihnen zu sein.